Yo, Freunde, was geht ab? Ich habe mir ein neues Motorrad gekauft bei eBay Kleinanzeigen, also gebraucht, und das für nur 700 Euro. Ich wollte einfach mal so herausfinden, was man für 700 Euro bekommt. Oder beziehungsweise unter 1000 Euro. Also halt so für wenig Geld. Es ist vielleicht nicht so das coolste Motorrad für unser Alter. Und es ist jetzt auch nicht das modernste Motorrad. Baujahr 1997, um genau zu sein. Also fast 25 Jahre alt. Ist eine 125er Maschine. 12 PS. Ja, ihr habt ja am Titelbild schon gesehen. Ich will euch auch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch das Ding einfach mal. 3, 2, 1. Ja, Freunde, das ist eine Dalem VS 125F. Bevor ich euch das gute Stück vorstelle, kurze Frage: Was haltet ihr so davon? Findet ihr, das geht gar nicht? Findet ihr es okay? Gutes Anfängermotorrad? Oh, jetzt fährt da schon wieder jemand vorbei, Mann. Ohne Kennzeichen. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, irgendwie finde ich das Teil gar nicht mal so schlecht. Naja, ich mache euch jetzt mal miteinander bekannt und zeige euch mal so die Highlights. Was sind so die Highlights, Alter? Fangen wir einfach mal von hier hinten an und arbeiten uns nach vorne durch. Schaut euch das an. Das Kennzeichen ist definitiv ein Highlight und TÜV haben wir auch noch 10 Monate. Also ich würde mal sagen, läuft bei uns. Dann geht es hier weiter mit dieser geilen Bordtasche, wo überhaupt nichts drin ist. Also ich finde das einfach geil, dass man da was reinstecken kann. Hier schaut euch das an, eine richtig schöne, fette, bequeme Sitzbank. Und hinten drauf kann man auch noch jemanden mitnehmen, der hat hier noch ein Rückenpolster. Auch geil. So von außen könnte man meinen, richtig fetter Auspuff. Ja, aber dann, ey, da passt sogar mein kleiner Finger rein. Oh. Ja, ansonsten haben wir hier einen Benzinhahn. Hier ist der Tankdeckel, ist abschließbar. Ein ganz großes Highlight, also jetzt wirklich im Ernst, ist dieser Lenker. Das ist nämlich nicht der originale Lenker. Der Originallenker ist so ein bisschen schmaler und etwas höher. Der hier ist etwas breiter, also sollte er bequemer sein. Ist sogar eingetragen im Fahrzeugschein. Also ist das Ding schon umgebaut und getunt. Müssen wir gar nicht mehr machen. Oder vielleicht doch. Aber ich habe mal im Internet geguckt. Ich habe da so gut wie gar nichts gefunden. Falls ihr irgendeine Idee habt, was wir daran noch verändern können oder umbauen können, was weiß ich, schreibt es einfach auch gerne in die Kommentare. Das Tacho, das ist auch ein absolutes Highlight, würde ich sagen. Richtig schön oldschool. Hier auf der rechten Seite sehen wir Drehzahl. Auf der linken Seite sehen wir halt Tachostand, wie schnell wir unterwegs sind. Wir haben hier sogar eine Tankanzeige. Ach ja, hier, schaut euch das an. 15.500 Kilometer in fast 25 Jahren. Also auf den ersten Eindruck finde ich den Zustand gut. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die zu kaufen. Ich wollte jetzt auch nicht übelst den Schrott für 700 Euro kaufen. Maximalgeschwindigkeit ist so bergab 110, auf gerader Strecke so um die 90. Hier haben wir auch noch ein paar richtig geile Sicherheitshinweise. Nicht ohne Helm fahren, die Höchstgeschwindigkeit beachten, den Auspuff nicht berühren, bla bla bla. Also ein solides Anfängermotorrad, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll erstmal. Das heißt, wir schmeißen die mal an. Hat hier einen Elektrostarter. Muss hier Choke ein bisschen ziehen. Sieh's an. Machen wir mal einen kleinen Soundtest. Ja, der Sound, der ist okay. Ansonsten das Einzige, was uns aufgefallen ist, springt halt ein bisschen schlecht an. Aber sie springt an, das ist das, was zählt. Und wenn man hier die Vorderbremse betätigt, geht das Rücklicht nicht. Das geht nur an, wenn man die Hinterbremse betätigt. So optisch erinnert die mich irgendwie so an Walking Dead, an Daryl Dixon, der so beim Weltuntergang unterwegs ist. Cerberus setze ich jetzt mal drauf und da könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie cool man damit aussieht auf der Straße. Und meinst du, man kann damit Weiber abschleppen? Auf jeden Fall, Mann.
Ganz einfach. Auch noch ganz wichtig, habe ich vergessen zu erwähnen, wir haben hier ein Horn. Bin echt schon gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, ob das ein guter Kauf war oder eher nicht so ein guter Kauf. Wir machen jetzt als nächstes mal ein kleines Rennen, also das 50 Kubik Moped gegen die 125 Daimel. Daimel? Daylim. Oh, Daylim. Was rede ich hier schon wieder? Okay, mach. Okay. Das war spannend, würde ich sagen. Also die Rio, die hat so ein bisschen Startvorteil, wenn man es schafft, richtig gut anzufahren. Also wie ihr sehen konntet, hat schon besser bei mir geklappt als letztes Mal. Bei der Daylim ist es halt so, die Kupplung, die ist übelst ausgelutscht, die kommt erst richtig spät und deswegen hat man da halt einen Startvorteil. Aber ansonsten, wenn beide erstmal in Fahrt sind und man Gas gibt, würde ich sagen, sind die so von der Beschleunigung her bis 50 km/h ziemlich identisch und dann wird die Daylim halt langsam immer schneller und dann gerade so bei 70-80 km/h ist sie einfach schneller. Komm, da setze ich mich auch mal drauf, fahre eine Runde. Wenn ihr Lust habt, dass ich mir nochmal so ein günstiges Motorrad kaufe, euch das vorstelle, dann vielleicht auch irgendwas umbaue oder sowas, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Und falls ihr in Zukunft keine Motorrad-Moped-Videos mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Also ich hau mich jetzt auf die Maschine und dann geht's ab. Du musst voll runterfallen, damit du vorwärts kommst. Ja, ja. So, mal gucken, ob das Ding jetzt hier besser anspringt. Ich muss sagen, es ist echt richtig schön bequem und angenehm. Was mich auch noch interessiert ist, wie sich das Ganze zu zweit anfühlt und ob man damit zu zweit richtig schön rumcruisen, jawohl, rumcruisen kann. Also probieren wir das Ganze mal aus. Und Sabersus, was sagst du, wie ist dein Gefühl so zu zweit da drauf? Das ist richtig gut. Die Leistung ist genug da, schon unten rum, brauchst nicht hochbeschleunigen wie blöd, wie mit der Rieju. Ich fand's auch wirklich sehr angenehm hinten, gerade mit dem Rückenpolster, man sitzt übelst chillig da drauf. Eine Sache darf auf gar keinen Fall fehlen, und zwar ein schöner Speedtest. Also ich setze mich nochmal drauf und dann gebe ich Gas und gucken wir mal, was das Ding so rennt. Laut Tacho.
Also wie ihr sehen konntet, bergab knapp über 100 und ansonsten von der Geschwindigkeit her finde ich alles in Ordnung. Macht richtig Spaß damit rumzufahren, richtig schön bequem. Für 700 Euro kann ich mich überhaupt nicht beschweren, ist natürlich eine alte Maschine, da muss vielleicht das ein oder andere Mal dran geschraubt werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir sehen uns übermorgen wieder. Peace.